wenn du die halt festziehst, dann, wobei das jetzt hier noch nicht fest ist, aber dann kannst du die immer halt so einzeln nehmen, weißt du? Also nicht an dem letzten einfach ziehen, weil dann ja, weißt du eigentlich nur, sondern... So, und jetzt gehst du von unten durch den Faden. Fiona? Ja? Hast du noch Wäsche? Hab ich hier doch diese große. Ja, ich habe auch noch Wolle, also zwei Sachen, das kann man auch noch nur dicke, also Wollwäsche machen. Eine dicke Wollwäsche. Oh, knappe Kiste auf jeden Fall. Tschüss! Hola. Neue Woche, neues Glück. So ungefähr. Ich habe gerade noch ein paar VermieterInnen angeschrieben. Und gehe jetzt gleich in die Uni. Den brauche ich nicht mehr. Genau, ich hatte gestern mein Bewerbungsgespräch. Da, wo ich unbedingt hin will. Und es ist auch eigentlich sehr gut gelaufen. Ich hatte am Anfang das Gefühl, irgendwie technische Probleme, aber es hat sich alles ein bisschen nach hinten verzögert. Aber es war super entspannt, eigentlich sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich weiß es nicht, ob ich es mir schön rede oder nicht. Keine Ahnung. Aber ich kriege nächste Woche Bescheid. Also hoffentlich noch in dem Video. Ich habe auch wieder angefangen, was zu häkeln. Also ich bin gerade an einem Buckethead von Fiona dran, aber da muss ich jetzt im Moment immer ihren Kopf zur Verfügung haben, sonst wird es nichts wahrscheinlich. Und gerade, das sieht jetzt noch nicht sehr danach aus, mache ich einen YouTube-Beutel. Und eigentlich hatte ich geplant, das kariert zu machen. Jetzt hatte ich die Überlegung, dass das sich so bewegt. Aber ich glaube, ich mache das immer noch mit Karos. Mal gucken. Ja. Jetzt frühstücke ich noch zu Ende und dann nähe ich noch ein bisschen an den Lexika weiter. Da müssen wir endlich mal vorankommen. Und ich habe jetzt wieder Zeit. Ich werde jetzt währenddessen noch ein bisschen an Editorial Design arbeiten, also für das Designprojekt dieses Semester. Muss ich für die Gruppenarbeit ein paar Ideen sammeln.
Schön. Eigentlich hätte ich jetzt bei der Show Design gehabt. Die waren gestern noch auf dem Gorillas, also nicht Gorillas Konzert, sondern Live in Cinemas Teil da im Kino. Mein Album. Und eigentlich hätte ich gerade Editorial Design. Aber das hätte ich heute Morgen um 8:45 Uhr, glaube ich, nicht geschafft. Jetzt ist, glaube ich, 11 oder so. Ich gehe jetzt trotzdem in die Uni. Ich treffe mich mit Maike zum Bücher weiternähen. Vielleicht kommt Fiona noch nach. Und ich konnte die Jacke von Ella ausleihen heute. Ich liebe sie. Ich hoffe, ich bin warm genug angezogen. Ich muss halt schön mein Zimmer aufräumen. Allgemeine Frage. Wer hat es sich ausgesucht, dass es im Winter so kalt wird? Ich nicht. Mein eigentlicher Plan war es heute, schön produktiv zu sein. Ich habe aber erst heute angefangen, mein Zimmer aufzuräumen und jetzt ist es schon 6 Uhr. Ich gehe jetzt noch schnell einkaufen, dann habe ich gleich noch ein Zoom-Meeting. Vielleicht schaffe ich es noch Abrede zu machen. Hola! Hey! Moin! Hast du mal auf das Tacho geguckt? Das ist unvorstellbar. Stressed out. Ich kann mir das nicht machen. TPO. Und währenddessen und davor nehmen wir wieder weiter. Ich habe gestern mal geguckt, eigentlich besteht das Video bis jetzt nur aus Nähen. Aber das ist auch gut. Und eigentlich wollte ich jetzt das Video 2 Wochen wieder machen und dann jetzt am Wochenende ein größeres, anderes hochladen. Ich glaube, das wird alles. Das heißt, jetzt kommt das Video und danach kommt wahrscheinlich ein etwas größeres. Und danach noch die letzten 2 Wochen Uni dieses Jahres. Gut, dass ich gar nicht zitter.
halt mich jetzt mit Sina. Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie kalt es ist. Aber wir sind wahrscheinlich die ganze Zeit drin. Das heißt, es ist nur der Weg. Wir wollen Plätzchen machen und ein bisschen Glühwein trinken. Also ganz entspannt. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt eigentlich von mir. Über die Macht, selbst über die verborgene Natur der dunklen Seite. Ihr kennt die dunkle Seite.